Wenn eure Lilien im Topf zu eng werden, einfach austopfen. Am besten jetzt im Sommer, da wisst ihr, was was ist. Und dann geht er einfach her und tut die Lilien zeilen, einfach nur auseinanderteilen. Das geht immer sehr schön und gibt eigentlich auch kaum Schäden. Und Lilien kann man, was viele nicht wissen, tatsächlich im Sommer und sogar blühend problemlos umpflanzen oder teilen. Hat den Vorteil, wenn man doch einmal verkehrte zusammengepflanzt hat und es einem farblich nicht so ganz gefällt, kann man sie auch blühend noch einmal richtig umpflanzen, wie man es gerne hätte. So, wenn man sie dann so schön geteilt hat, dann braucht man nur noch eben frische Töpfe nehmen und ein bisschen Substrat unten rein, viel muss es ja nicht sein. Dann die Lilien möglichst tief in die Erde, ist wichtig. So, ich habe da nichts gesehen, gell? Und dann schön mit dem Substrat wieder auffüllen. Nicht zu voll machen, das machen viele falsch. Es gibt ja im Topf immer so einen inneren Rand. Und das ist der Rand, höher sollte die Erde nicht sein. Denn jetzt kann man gießen, jetzt gibt es einen Gießrand. Und wenn man die Rand voll knallt, dann bleibt euch da gar kein Wasser stehen. Also Lilien, die zu eng werden, kann man auch noch kurz vor oder während der Blüte problemlos umtopfen.